Kapitel 63. Jeschua erzählt von dem Geheimnis der Schöpfung des Menschen. Und Jeschua lehrte seine Jünger weiterhin die Geheimnisse Gottes, und sie freuten sich über seine Weisheit und sein großes Wissen, denn solche Worte wurden noch nie zuvor gesprochen. Und wieder saß einer der Jünger Jeschuas im Schatten der 12 Palmen und fragte: Gerechter Lehrer, es ist aus alter Zeit geschrieben, die Elohim machten den Menschen nach ihrem Bilde, Mann und Frau schufen sie. Wie sagst du dann, dass Gott einer ist? Bitte erzähl uns das Rätsel. Und Jeschua antwortete ihnen und sagte: Wahrlich, ich sage euch, in Gott ist weder männlich noch weiblich, und dennoch sind beide eins. Und Gott ist die zwei in einem. Er ist sie und sie ist er. Der ewige, all unser Gott ist vollkommen und vollständig und es fehlt ihm an nichts. Unser Gott ist unendlich und eins. Wie im Mann der Vater offenkundig und die Mutter verborgen ist, so ist in der Frau die Mutter offenkundig und der Vater verborgen. Deshalb soll der Name des Vaters und der Mutter gleichermaßen geehrt werden. Verehrt beide, denn sie sind die großen Mächte Gottes, und die eine ist nicht ohne die andere in dem einen unendlichen Gott. Denn von den Alleltern kommt alles Leben und die Herrlichkeit, sowohl männlich als auch weiblich. Ja, denn der ewige Allvater, der erste Vater, hat jede Art von Leben hervorgebracht. Und er ist in ihnen allen und alle in ihm. Und dann fragte ihn einer der Jünger: Wir glauben, was du uns sagst, Meister. Aber haben die Alleltern alles, klein und groß, geschaffen, wie wir es heute vor uns sehen? Und Jeschua sagte weiter zu ihnen: Hört zu, und ihr werdet die Geheimnisse des Lebens lernen, dass alles Leben aus dem ewigen Geist kommt und wegen ihm lebt. Aber alles, was ihr heute vor euch seht, haben die Alleltern nicht erschaffen, und auch nicht alles von dem, was ihr nicht seht und nicht wisst. Denn ich sage euch zu dieser Stunde, am Anfang der großen Familie des Lebens waren alles Leben und alle Dinge in den Alleltern enthalten und hatten weder Anfang noch Ende. Denn er war und er ist, aber der ewige Geist wünschte nicht mehr allein zu sein, sondern Leben im Überfluss zu geben. Daher erschuf er die erste Mutter, die heilige Weisheit, den heiligen Geist der Alleltern, und zusammen mit ihr hat der Vater Mutter Gott viele sichtbare und unsichtbare Geschöpfe erschaffen. Ja, großartig sind die Wunder der Alleltern und dem irdischen Menschen wenig bekannt. Und wieder befragte einer seiner Jünger ihn: Sage uns, Meister, war's der Vatermutter Gott, der Adam auf die Erde gebracht hat? Und Jeschua antwortete ihm und sagte: Der ewige Geist hat die Mutter, die heilige Weisheit, erschaffen, um zuerst die unsichtbaren Geschöpfe zu erschaffen. So auch die Mutter, den heiligen Geist oder den Atem des Lebens. Und dann den zweiten Vater, den du gerade vor dir siehst. Gemeinsam erschufen die heilige Mutter und der zweite Vater zuerst die heiligen Erzengel und viele anderen Engel, je nach Rang und Stellung. Aber es entsteht nichts, ohne dass der erste Vater nicht davon weiß, denn er ist in allem und alles ist in ihm. Alle, die Ohren haben, um zu hören, hört. Denn die Heiligen der Dreiheit des ewigen Geistes haben den irdischen Menschen geschaffen nach dem Ebenbild der Alleltern. Wisset daher, dass das Weibliche auch im Mann und das Männliche in der Frau ist, denn dies ist die heilige Natur von allem, was erschaffen wurde. Es gibt weibliche und männliche Geister, aber die Welt kennt diese Geheimnisse nicht, weil sie jenseits der Kenntnis des Menschen sind. Denn die Geheimnisse des einen, den ihr Gott nennt, sind groß. Und auch Engel wissen nicht alles über das unnahbare Licht,
in dem der eine wohnt, denn er ist einer, und es gibt keinen anderen wie den einen, der in allem ist, was heilig ist. Seid nicht beunruhigt und zerbrecht euch nicht den Kopf. Die Kenntnis des einen reicht für euch in dieser Stunde aus. Ich wurde von diesem einen gesandt, um die Allwahrheit für die Menschen und die Engel zu enthüllen. Und was ich enthülle, ist zufriedenstellend für eure Seelen, denn das Geheimnis ist heilig, und nur der Same Gottes kennt die Bedeutung davon und bewahrt den Glauben an denjenigen, der von den Alleltern ausgesandt wurde. Denn es gibt einige unter euch, die mit enthüllten Augen die Herrlichkeit des Himmels sehen werden, die den wahren Tempel des alleinen mächtigen Geistes des Lebens enthält. Und ihr werdet verstehen, gemäß eurer Weisheit, ihr sollt die ewigen Wege Gottes lernen und ihr solltet vorbereitet sein, denn viele sind nicht bereit, sich dem Licht zu nähern. Denn es gibt einige unter euch, die mit enthüllten Augen die Herrlichkeit des Himmels sehen werden, die den wahren Tempel des alleinen mächtigen Geistes des Lebens enthält. Und ihr werdet verstehen, gemäß eurer Weisheit, ihr sollt die Wege Gottes lernen, und ihr solltet vorbereitet sein, denn viele sind nicht bereit, sich dem Licht zu nähern. Seid jetzt bereit und lasst euch nicht vom Tod fangen, denn nur im Leben könnt ihr euch auf die Anerkennung und den Segen der Alleltern vorbereiten. Und die Jünger wunderten sich über das Geheimnis des Lebens und hörten Jeschua mit offenem Ohr zu. Und Jeschua lehrte sie weiterhin die Wege des heiligen Gesetzes Gottes.